Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge sind wir in diesen Palast hier reingekommen. Ich vermisse irgendwie, was im Menü steht, wo wir gerade sind. Wir müssen den König sprechen. Haben uns mit Presseia hier reingeschlichen. Und ja, mal gucken. Wo ist dieser König? Gehst du mal weg? Wir sind ja immer noch den Brief hier. Das Schlossarchiv. Okay. Dann, weiß ich nicht. Sieht schon hier wichtig aus, gehen wir mal rein. Das sieht schon zu wichtig aus, gehen wir aber woanders hin. Ich vermisse irgendwie, dass hier irgendwo Schatztruhen oder so sind. Mit Tokio waren auch irgendwie nirgendwo Schatztruhen. Außer so ein paar Wunderköche und so ein paar Runden, aber mit denen kann ich nichts machen. Oh, das tut mir leid, Entschuldigung. Na gut, dann gehen wir mal zum König. Anscheinend gibt es hier nirgendwo was. Oder? Hier kamen wir, ne? Hier ist die Mitte, hier ist nichts, glaube ich. Ja, hier sind nur diese Mighty Morphin Ritter Ranger, die einfach nur so rumstehen. Und ja, dann gehen wir mal zum König. Ich nehme mal an, hier ist der König. Hey, ihr da, wer hat euch erlaubt, hier euch hier rumzutreiben? Wir haben das gesegnete Holz gebracht, aber dann wurden wir gebeten, bei der Vorbereitung für die Gebete zu helfen. Das war ein Befehl der Patriarchen. Der des Patriarchen? Moment, das muss ich überprüfen. Tut mir wirklich leid. Was ist denn hier los? Hä? Ach, hier schon wieder. Ah, dich habe ich doch gesehen, als wir... Auserwählter, kennst du sie? Auserwählter? Naja, kennen ist zu viel gesagt. Was macht ihr Typen denn hier? Du bist also Tetalas Auserwählter? Was? Dieser Typ ist der Auserwählte? Was soll das heißen, Tetahalas? Seid ihr von Silverrand? Allerdings, diese Leute kommen aus der Welt des Niedergangs? Keine Angst, Prinzessin. Wie heißt du? Lloyd. Lloyd, warum seid ihr hier? Wir sind gekommen, um diesen Brief zu, abzugeben. Er ist von China aus, Mitsuo, für den König. China? Was habt ihr mit China zu tun? China? Euer Majestät, bitte verzeiht diesen Aufruhr in eurer Gegenwart. Lloyd, gib mir den Brief. Bitteschön. Reisende aus Silverrand wartet eine Weile draußen. Sieht irgendwie aus wie Jesus. Pisa, bringt sie zum Popozimmer. Ja, euer Eminenz. Die lassen uns ja ganz schön lange warten. Vielleicht bereiten sie sich darauf vor, uns zu töten. Für sie ist Colette ein Hindernis. Wenn es dazu kommt, was wird dann aus Presea? Wir müssen einen Weg finden, ihr die Flucht zu ermöglichen. Tut mir leid, dass wir dich da hineingezogen haben, Presea. Not a single fuck was given that day. Falls halt, dass ihr warten musstet, Reisende aus Silverrand. Sie haben den Brief also gelesen. Ihr wollt Tetahalas Technologie verwenden, um die Auserwählte eurer Welt zu retten. Stimmt das? Colette hat ihre Seele verloren. Sie wird auch ihr Leben als Menschen verlieren, wenn wir ihnen nichts unternehmen. Aber solange die Auserwählte lebt, schwebt unsere Welt am Rande der Zerstörung. Oh, nee, ne. Genau wie Rain gesagt hat. Warten Sie, bitte. Hören Sie sich an, was wir... Ich will es nicht hören. Ergreift sie. Abgelehnt. Verdammt, Sie können ihr nichts anhaben. Sehen Sie, ich habe doch gesagt, dass Sie Exvers haben. Natürlich sind Sie stark. Hm, du bist gar nicht so doof, wie du aussiehst. Oh, verschämter Rotzlöffel. Wie wäre es, wenn wir einen Handel abschließen? Ein Handel? Colette hat ihre Seele verloren, weil sie als Engel wiedergeboren wurde, um Silverhand zu retten. Aber wenn sie kein Engel wird, wird Silverhand auch nicht gerettet. Aha, wenn wir also die Auserwählte retten, wird auch Tetahalla gerettet. Das heißt, er lasst Silverhand im Stich? Das ist mir egal. Professor, was reden Sie denn da? Im Augenblick ist es unsere Priorität, Colette zu retten, oder? Aber Silverhand im Stich lassen? Also das hatte Leute irgendwie die ganze Zeit vor, oder? Na schön, in Ordnung. Sollte man derart Entscheidungen einfach so übers Knie brechen? Das Wichtigste ist jetzt, Colette zu retten.
Deswegen sind wir doch extra nach Tetala gekommen, oder? Gibt es interne Unstimmigkeit? Nein, wir machen den Handel, wie von Professor Rain vorgeschlagen. Bitte sagen Sie uns, wie wir Colette retten können. Hören Sie, Patriarch, wenn diese Typen nicht nach Silbern zurückgehen, ist es doch ganz egal, ob sie leben oder tot sind. Sie können das Erneuerungsritual nicht zu Ende führen. Also gehe ich mal mit und habe ein Auge auf sie. Was meinen Sie? Wenn du darauf bestehst, Auserwählter. Dann werdet ihr Colette retten, ja? Naja, wir tun jedenfalls, was wir können, das schwöre ich. So war ich Zelos der Auserwählte bin. Ich gestatte euch, Tetala zu beißen, aber nur unter der Aufsicht des Auserwählten. Dann haben wir wohl keine Wahl. Na gut, in Ordnung. Also abgemacht. Ich mache mich fertig. Können wir uns dann später treffen? Wo sollen wir uns denn treffen? Wie wäre es im Tempel von Martell? Okay. Dann berichte bitte seiner Majestät. Berichte bitte seiner Majestät, Auserwählter. Alles klar, bis später. Hinreißende Dame, süße Auserwählte und meine kleine Rosenknospe. Und ihr Knechte. Ja, du mich auch. Ja. Okay. So irgendwie wie Colette und Presea da so standen. Da fand ich richtig, irgendwie richtig cool, ey. Weil die absolut nichts zu sagen haben und so. Okay. Voll seelenlos. Presea kommt auch irgendwie so voll seelenlos. Und ganz nebenbei. Na gut, dann auf zum Tempel von Martell. Ich habe schon erwähnt, dass Martell sich irgendwie anhört wie so ein Spielzeugladen. Gibt's nicht auch Martell? Gibt's nicht irgendwie so eine Spielzeugmarke, die so heißt? So, Hallöchen. Du schließt dich uns an, habe ich gehört. Oh, jetzt kommt schon wieder die Musik. Jo, Leute, da bist du ja endlich. Zelos, richtig? Ja, genau. Ich bin der große Zelos Weiler, aber du kannst mich auch Zelos nennen, Herzchen. Wir werden für eine Weile zusammenreisen, also lass uns Freunde sein, okay? Klingt, als ob er aber auch gar nichts ernst nehmen würde. Mal sehen, euch zwei Typen mal ausgenommen. Diese hinreißende Schönheit ist wohl Rain, richtig? Dann ist die süße Schnecke hier wohl Colette. Und wer ist dann diese Kleine? Presea, sie hat uns geholfen, uns in das Schloss zu schmuggeln. Die Kleine ist nicht aus Silverland? Rosette. Rosette? Das Dorf da draußen in der Pump, ich meine, da draußen im Wald? Oh, das ist ja so traurig. Du wirst also von diesen unzivilisierten Barbaren ausgenutzt. Wen nennst du hier unzivilisierten Barbaren? Hey, 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 flipp jetzt nicht aus, besonders nach all dem Stress, den ich mir antun musste, um für euch das Königliche Forschungsinstitut zu kontaktieren. Nicht schlecht, Zelos. Ich weiß, das Forschungsinstitut kann nur mit einer Erlaubnis des Königs zu Rate gezogen werden. Aber wenn der große Zelos spricht, hört seine Majestät gebannt zu. Da du uns ja im Auge behalten sollst, habe ich das auch erwartet. Du bist ein widerwärtiger Rotzlöffel, weißt du das? Das Königliche Forschungsinstitut zu Rate ziehen zu können, ist ja schön und gut, aber kannst du von uns Presea befreien? Bestimmt musst du sie nicht im Auge behalten. Nein, das Königliche Forschungsinstitut und Rosette befinden sich beide auf dem Kontinent über dem Meer. Also können wir sie unterwegs dort absetzen. Ich stimme zu, das ist eine tolle Idee. Geht es auch für dich in Ordnung, Presea? Ja. Also gut, wohin sollen wir gehen? Nach Sybak. Die Stadt befindet sich auf der anderen Seite der großen Brücke von Tetala. In nordöstlichen Richtung von hier aus. Nordöstlich, nordöstlich, nordöstlich. Das Königliche Forschungsinstitut. Allein der Gedanke daran ist aufregend. Los, lass uns gehen. Zelos hat sich der Gruppe angeschlossen. So, noch ein neuer Charakter. Oh mein Gott. Nehmen wir natürlich alle. So, Zelos. Buttig oder Zelos. Was weiß ich. So, schon wieder eine 6-Mann-Truppe. Was hast du denn alles? Demon Fang, Sonic Cross, Lightspear, Fireball. Double Demon Fang, Air Frost, so, what the First Aid? Ist was genau die gleichen Sachen wie Kratos? Ich glaube, du hast genau die gleichen Sachen wie Kratos. Was zum. Warum lernst du so viele Sachen noch? Okay, werde ich ja sehen. So. Serto, du hast sogar die gleichen Waffen wie. Fuck. Du hast nur schlechtere Klamotten.
Okay, ich glaube, damit ist jetzt schon mal offensichtlich, dass er Kratos ersetzen soll. Sehr schön. Mal das hier und Aquamarine, ja. Fällt mir gerade ein. Ja, ausweichen Individualität. Erhöht den Fluchtwert, ich denke, ich weiß nicht. Wie sieht denn dein Status so aus? Oh Gott. Schwertmeister, Mietschwert. Ach, ich rette dir das Leben und plötzlich vertraust du mir wieder? Mietschwert? Hey, warte mal, einen Moment. Ha, wie geil. Alvin, wie geil. Oh, richtig schön. Ja, ne? Presser hat schon auch wieder andere Klamotten. Sehr schön. Er hat sich die Kampfmusik, habe ich das schon mal ausprobiert? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich sollte auch mal hier irgendwie. Das hier und das hier. Presser, was hast du denn für Titel? Schweigsames Kind, vornehme Beschwörerin. Hier wird nichts passieren, wirklich. Ich kann mitkommen. Beschwörerin. Hey, geil, Elise! Qualitäts-Auxilia-Klamotten. Richtig schön. Okay, darauf werde ich zurückkommen irgendwann. So. Ja, richtig, richtig nett. So, du hast, glaube ich, noch Dingens, ne? Okay, sehr gut. Was noch? Genau, Eva, ich wollte eigentlich auf den Start gucken, Mann. Stärke. Sehr wenig. Irgendwie schon, ne? Attacke 500. 306. Ja, du bist ja so ein Allrounder, ne? Okay, dann. Ja, mal gucken. Jetzt hier. Ausweichen Individualität. Wenn Zeus mit einer Frau spricht, hätte er unter Umständen ein Item. Was? Mit maximal KP und okay, was? Zuckerpüppchen, wie geht's dir? Aber arbeitslos. Wundermittel. Okay. Ich hab dich vermisst, Zuckerpüppchen. Hey, was für ein interessanter Mann. Hey, wie geil. Sehr schön, erstmal alles hier abstauben. Wahrscheinlich noch ein bisschen hier umschauen mit all den Charakteren, die ich jetzt habe. Mann oder Frau? So, kann ich jetzt hier rein? Und findet das Bankett noch nicht statt? Was soll denn das? Also schön, bist du Mann oder Frau? Ah, hält man manchmal ein Objekt, ich bekomme immer ein Objekt irgendwie. Wie geil. Naja, du hast so viel Geld, du weißt nicht, was du damit anfangen willst, ne? Hä? Okay, so kann man auch irgendwie an Klamotten rankommen. Sehr schön. Ja, ich habe jetzt keinen Bock nochmal hier alles. Wahrscheinlich verpasse ich dann ein paar Sachen, kann ich eigentlich noch mehr Sachen bekommen. Okay. Okay, das heißt, ich muss mit jeder einzelnen Frau mal sprechen auf der Welt. Sehr schön. Na? Okay, mit dir habe ich schon gesprochen. Kann ich jetzt zum Kolosseum überhaupt? Würde mich interessieren. Sogar die Kleine hier? Von der Kleinen kriege ich hier 500 Gold. Ich lese es aber jetzt nicht alles davon vor. Erhält er unter Umständen ein Item. Unter Umständen, er bekommt immer ein Item, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. So, ich habe zwar schon wieder vergessen, wie die Stadt heißt, zu der wir hin müssen, aber ich habe so das Gefühl, ich werde das schon hinfinden. Sehr schön. Okay. Banane. Okay, so kann ich auch irgendwie an Sachen kommen. Alles klar, dann gehen wir mal über die Brücke, so wie ich damit bekommen habe. Wir müssen über die Brücke
der Nähe von Mel Tokyo, ne? Dann kommen wir zum Forschungsinstitut. Wie ich das mit jetzt so jetzt mitbekommen habe, ne? Stimmt das so? Ja, okay. Okay. So, ich gehe jetzt nicht nochmal durch die ganze Stadt. Ich werde jetzt einfach weitergehen. Wird schon irgendwie klappen. So, dahin. Ne? Klingt schon mal richtig. So, ich möchte mal meine neuen Charaktere ausprobieren. So. Okay, du kennst auf jeden Fall nicht so langsam Kratos. Aber auch irgendwie komisch. Oh, du kennst sehr komisch. Warum habe ich denn das hier, ey? Hab ich einen Sonic Frost da? Ich möchte Sonic Frost hier haben und... Weiß ich nicht, wo ist das? Demon Fang, Light Spear. Hier noch nix. Na, Blade. Sehr schön. Er macht bisher. Okay, er lässt sich so ähnlich kämpfen wie Kratos, das war ja irgendwie klar. Jetzt mal Prisea. Komm mal her. So, Destruction, Punishment, Beast. Okay, Beast. Nee, Beast, das ist ja hier eine stärkere Attacke, glaube ich. Im Spiel. Axtschwung richtet einen Mond in der Luft. In der Luft, okay. Destruction, Schlag gegen die Erde und Felsen auf den Gegner. Attack mit einem mächtigen Axtschwung. Und. Ne, das hier. Richtet den Mond in die Luft. Okay, zeig mal. Okay. Sehr schön. Wie sie mit so einer Axt kämpft, ey. Ich dachte, sie kommt aus der Stadt. Warum ist sie quasi überhaupt dann da? Verstehe ich nicht. Aber jetzt haben wir auch endlich mal ein paar neue Frontkämpfer. Eine Abwechslung von Lloyd oder Kratos früher. Sehr schön. Hier stimmt jetzt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. So, ich muss mal kurz gucken, die Kostüme. Kommen die ja noch andere Kampfmusik? Ich glaube da nicht, aber mal gucken. Sehr schön. Zeig mal. Ich habe irgendwie nichts machen, verdammt. Na, ah, Hilfe. Blixilia Crew jetzt. Sehr schön. Runter. Ah ja, Beast hat schon nicht eingesetzt. Sehr schön. Irgendwie habe ich sie langsamer in Erinnerung im zweiten Teil. Ich glaube, ich steuere Prisa ja mal eine Weile. So, Brücke von Tetala. Boah, geht so eine Gruppe schon wieder gestiegen. Wow, ist das eine riesige Brücke? Weil zu uns staunt, ihr Landeier. Das ist die größte Zugbrücke der Welt. Sie verbindet den Kontinente Altamira und Fuji. Boah, Entschuldigung. Ihre Steuerungsanlage bearbeitet mit 3000 Exvias. Ja. 3000 Menschenleben? Hm? Was ist? Was ist los? Was sieht ihr für Gesichter? Ich denke, wir sollten es dir erzählen. Das ist eine ziemlich schlimme Geschichte. Ist das wirklich wahr? Glaubst du, wir erfinden so etwas? Ach, es ist ja nicht so, als ob die Toten dadurch wieder lebendig werden.
Man sollte immer die schöne Seite des Lebens betrachten. Nein, ich weiß nicht, ob es ein Optimist ist oder ob ihm einfach alles egal ist. Wenn wir gerade beim Thema sind, du und Prisair, ihr tragt beide Exvias. Hat jeder in dieser Welt ein Exvier? Es hört sich nicht so an, als China über sie sprach. Nein, ich habe diesen von den Leuten, die sich selbst die Abtrünnigen nennen. Sie haben ziemlich viele davon an China und die Garde des Patriarchen und an andere verteilt. Und Prisair? Keine Ahnung, Kleines? Sie ist ja so gesprächig. Ich finde sie schnuckelig. Ich finde immer irgendwie so die Kindercharakter ein bisschen schnuckelig, wenn sie weiblich sind. Jungs-Charaktere finde ich meistens nervig. Nichts gegen Gennis, der ist erneut in Ordnung. Willkommen, Auserwählte und ihr Reisenden aus Silverwand. Man weiß ja jetzt schon direkt. Achtung, jetzt kommt's. Das Mana wird langsam knapp, bitte sei vorsichtig. Das nimmst du knapp? Da muss Silverwand ja eine verschrumpelte Rosine sein. Okay. Warum dieser Dialog auf einmal? Ja, Spitznamen. そんなわけで、みんなのあだ名を決めたいと思う。なんだよ、いきなり。俺様はゼロスくん。プレシアちゃんはおちびちゃん。コレットちゃんが天使ちゃん。ロイドはお前、ジニアスがガキ。僕とロイドだって適当だね。まあまあ、で、リフィル様がゴージャスウルトラクールビューティー。いやよ、そんなの。じゃあ、ジョー様。あのね、もう少しまともなものはないの？ 先生は先生だろ?ん?そうか?先生ってのはいい響きだよな。魅惑の女教師か。Oh mein Gott. Wie alt ist er überhaupt? Wie alt ist sie überhaupt? Darf ich das mal fragen? Ich liebe den Ozean, er ist so erhaben. Das muss Schicksal sein. Es ist so großartig, dass wir uns an diesem Tag treffen. Lass uns spielen. Okay, okay. Was wollen wir spielen? Wie wär's mit Wer hat Angst vor dem bösen Mann? Wer hat Angst vor dem bösen Mann? Man muss bei dem Spiel so schnell wie möglich an der Person gelangen, die böse ist. Wer hat Angst vor dem bösen Mann? Niemand. Und wenn er kommt, dann laufen wir. Die Steuerung funktioniert wie folgt. Vorwärts schnell hintereinander drücken. Nach rechts gedrückt halten und wiederholt Kreis drücken. Nach links gedrückt halten und wiederholt Kreis drücken. Verstanden? Nee, aber egal. Ich muss wiederholt Kreis drücken und dann R1 oder L1. Okay. Also okay. Ja, das verstehe ich. Ha! Mach ihn, Mann. Heißt das Spiel so? Ich fliege nach vorne. Ja, jetzt gewinne ich sowieso. Sehr schön. Nein! Nein! Eva! Los! Du da vorne, du musst dich bewegen! Los, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Na los, beweg dich doch mal! Bestimmt nicht bei dir verlieren, du kleine Rotzgöre, du. Ja, so. Warte. Boah, da war knapp. Beschissenes Spiel, ey. Du kommst nicht an. Ich bin Erster, ich krieg dich.
So. Wie ich verliere. Was? Na warte, dann kriegst du zurück. Okay, okay. Jetzt aber. Level 1, auf die Plätze. Ha! Ha! Jetzt mal aber ohne Probleme. War aber knapp. Schon wieder. Okay, ich muss eigentlich nur gerade auslaufen, ne? Wahrscheinlich kommt irgendwann so Hindernisse noch im Weg, ne? Wandert? Hört man bestimmt die ganze Zeit mein Controller und mein Gedrücke. Ha, das gewinne ich sowieso. So. Du gewinnst. Ich gewinne. Was? Da geht noch weiter direkt. Oh. Wackelten manchmal Bildschirme, rennen die eigentlich die ganze Zeit an oder was? Boah. Meiner Meinung nach hat er das schon gesehen, aber okay. Ha! Komm später wieder. Mein Gott, die blauhaarige, ne? Wie im Auge. Ah, geh weg. Oh mein Gott. Du gewinnst nicht, ich schaff das hier. Nein, die überholt mich noch hier gleich. Nein, willst du mich verarschen? Boah, jetzt muss sie. Oh, leck mich am Arsch. Dreck. Was zum Teufel? Jetzt verliere ich wegen der Scheiße. Ich dachte, ich würde das noch rechtzeitig schaffen. Ich verliere ja super. Wie oft muss ich das noch machen? Ich mache das jetzt. Zeig mir deinen Bericht. Ach toll, es gibt genau 3 Level. Und noch einmal. Danach ist genug. So viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Was? Nein! Ja, irgendwie so ein... Fuck! Okay, gut so. Boah. Er hat irgendwie gar keinen Einfluss hier, schnell ich drücke. Glaube ich mal nur abgestimmt hier drücken. Aua! Hey, da war nicht meine Schuld. Was zum Teufel? Ja, aber mach ich auf Screen. Bock, ist du weg? Wegen diesen blöden? Ey, der muss mich die ganze Zeit konzentrieren, wo ich hinlaufe. Der Blödmann da. Läuft die ganze Zeit so, damit ich nicht da durchkomme. Oh. Ja, okay, das geht nicht mehr. Na gut, dann weiß ich nicht. Ja, weiter. Das kriegst du noch irgendwann zurück. Rosette und Colette. Rosette. Rosette, was hast du gemacht? Ich habe mich nicht verstanden. Colette, was hast du gemacht? Rosette und Colette, was hast du gemacht? 殴ることないだろう。 Mein Gott, als ob sie so primitiv denken würde. Ja, komm jetzt bald die andere Seite heraus. Warum laufe ich so besoffen herum? Boah, la 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 la. Okay. Würde gern, mein Gott. Wenn der Brücke ankommen. Ja, das Spiel, das Spielchen da, das ist noch nicht vorbei. Und mein Gott.
Ah, okay, die Brücke war ja auch ziemlich lang, muss ich zugeben. Also, das kann auch ein bisschen dauern. Ja. Lange Brücke. Nicht gut. Jetzt aber. Immer noch nicht, okay. Jetzt aber gleich, ne? Das sieht doch schon so aus. Ja, oder? Okay, gut. Wir sind auf der anderen Seite. So, ich möchte raus und speichern. Danke. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.